Liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, liebe Zuschauende, Wege aus der Bildungsarmut, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Mein Name ist Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. In dieser Stiftung bohren wir dicke Bretter. Und eines der ganz dicken Bretter ist dieses fatale Dreieck aus Bildungsarmut auf der einen Seite, sozialer Benachteiligung auf der anderen Seite und mangelnder Teilhabe auf der dritten Seite. Stichwort mangelnde Teilhabe. Seit Jahren arbeiten wir daran, das Thema Kinderteilhabe rechtlich besser zu verankern. Stichwort soziale Benachteiligung. Wir haben vor wenigen Wochen eine Studie veröffentlicht zur Frage, gibt es sozialräumliche Benachteiligung von Stadtvierteln, in denen viele ärmere Kinder wohnen? Da ging es um die Anzahl von weiterführenden Schulen, um Spielplätze. Und was wir herausgefunden haben, war, ja, es gibt Unterschiede und Benachteiligungen, aber wenige. Und wenige, die speziell auf Kinder und Jugendliche zutreffen. Also, heute schauen wir auf das Stichwort Bildungsbenachteiligung. Wir wollen wissen, warum es seit Jahren nicht gelingt, den Bildungserfolg vom sozialen Status des Elternhauses abzukoppeln. 20 Jahre PISA. Und immer noch haben wir dieses Gap nicht geschlossen. Im Gegenteil, die Schulschließungen in der Pandemie im letzten und in diesem Jahr haben das Problem eher noch weiter verschärft. Dennoch, wir leben im Sozialstaat. Benachteiligte Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Unterstützungsleistungen. Aber diese kommen eben nicht so an, dass sie wirksam wären. Sonst hätten wir ein anderes Bild, gerade in der Pandemie. Und jetzt wird es etwas kompliziert. Individuelle Unterstützungsleistungen müssen dort wirken, wo die Kinder sind, im Bildungssystem. Und dafür haben wir ein Rechtsgutachten beauftragt beim Wissenschaftszentrum Berlin und seiner hochgeschätzten Präsidentin Jutta Almendinger und bei Michael Vrase, um herauszuarbeiten, wie die bundesgesetzlich garantierten Leistungen des Sozialstaates im Bildungssystem, das ja bekanntlich von den Ländern und auch den Kommunen gesteuert wird, besser ankommen, ohne dass wir die große Diskussion um das Kooperationsverbot von Bund und Ländern aufmachen müssen. Diese Zeit haben wir nämlich gar nicht. Was ist möglich und zwar jetzt? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Und wer, wenn nicht Robert Habeck, der Vorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, könnte besser über Chancengerechtigkeit und Teilhabegerechtigkeit, Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit mit uns sprechen. Sein Wort für das, was wir wollen, heißt Räuberleiter. Eine sozialpädagogische Räuberleiter, auf der alle Kinder Bäume erreichen können, auch die, die in den Himmel wachsen. Räuberleiter heißt jetzt eine gemeinsame Strategie für Chancengleichheit und gegen Bildungsarmut zu entwickeln und umzusetzen. Und die Pandemie hat die Dringlichkeit des Themas nicht hervorgebracht, sondern sie hat sie einfach nur sichtbar gemacht. Und deshalb freue ich mich riesig, dass wir beide, Jutta Almendinger und Robert Habeck, gewinnen konnten, die Studie vorzustellen und gemeinsam zu diskutieren, über Konsequenzen zu reden. Und schön ist, dass Achim Himmelrath, Bildungsredakteur beim Spiegel, dieses Gespräch moderieren wird. Und bevor ich an ihn übergebe, natürlich noch ein großer Dank an unser Referat Bildung und Wissenschaft, Philipp Anthony und Karin Lenski und an die Fokusgruppe Bildung bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Lieber Achim Himmelrath, ich freue mich auf die Debatte und Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Ellen Überscher, für diese Einleitung. Herzlichen Dank für die Begrüßung. Und ich darf Sie ebenfalls begrüßen zu dieser Runde zum Thema Wege aus der Bildungsarmut, Bildungs- und Sozialpolitik zusammenbringen. Wie das gehen kann, wollen wir diskutieren, nicht nur mit Jutta Almendinger und Robert Habeck, sondern auch mit Ihnen. Und wenn Sie Lust haben, sich zu beteiligen und sind über die Zoom-Schalte dabei, dann können Sie über die Question-and-Answer-Funktion oder über die Frage-und-Antwort-Funktion entsprechende Fragen stellen. Wir sammeln das, führen ein bisschen zusammen, damit wir auch ein paar Schwerpunkte bilden können bei dem, was Sie uns mitgeben wollen, um es dann hier in die Runde mit einzubringen. Ellen Überscher hat es gerade angesprochen, in diesem Jahr jährt sich der sogenannte PISA-Schock zum 20. Mal. Das war damals ja etwas, wo alle das Gefühl hatten, jetzt muss was passieren. 20 Jahre später ist zumindest beim Thema Bildungsgerechtigkeit und Bildungsungleichheiten noch nicht
allzu viel passiert. Jedenfalls zeigen uns das auch die neueren PISA-Daten immer wieder. Und wenn man Corona als das versteht, als was es häufig bezeichnet wird, nämlich als eine Art Lupe, die bestimmte Dinge verschärft, noch einmal hervorhebt, Schwierigkeiten noch deutlicher hervortreten lässt, aber möglicherweise auch die Chancen noch einmal besser ausleuchtet, dann ergibt sich daraus möglicherweise ein Ansatz, von dem wir aus heute diskutieren können, nämlich die Frage, welche Dinge hat uns Corona gezeigt, wo wir besonders schnell ran müssen? Wo liegen die Stellschrauben, wenn wir über Bildungsungerechtigkeiten reden, an denen wir jetzt schnell drehen müssen? Und wo liegen möglicherweise auch Hebel, die wir bisher vielleicht sogar übersehen haben? Jutta Almdinger, Sie schauen auf das Thema Bildungsgerechtigkeit ja schon seit geraumer Zeit, beschäftigen sich immer wieder mit diesem Aspekt, haben immer wieder Zwischenrufe, die dann auch kommen und im politischen Raum weiter diskutiert werden. Wenn Sie das hören, was Ellen Überscher sagte eben, sie sprach von einem fatalen Dreieck. Können Sie da mitgehen? Ja, aber nicht erst seit PISA. Das zeigt den Altersunterschied zwischen uns allen. Ich bin ja wesentlich älter und vor PISA hatten wir das Gleiche mit Abschlüssen. Und im Ergebnis war es nur so, dass PISA uns halt, naja, eine zweite Dimension von Daten gegeben hat. Also nicht nur die Maße nach Abschlüssen, sondern auch die Maße nach Kompetenzen. Und das Spannende für mich als Bildungsforscherin war an PISA eigentlich was ganz anderes. Es war, dass es sehr schön gezeigt hat, dass manche Kinder Kompetenzen haben, aber trotzdem maximal die mittlere Reife machen dürfen, kann ich sagen. Und auch umgekehrt, dass manche überhaupt gar keine Kompetenzen oder sehr niedrige Kompetenzen haben, aber trotzdem das Abitur machen. Also Kompetenzen und Abschlüsse sind ein bisschen korreliert, das möchte ich jetzt auch nicht unterschätzen. Aber dennoch ist dieses Thema wesentlich älter, geht ja schon auf Melanchthon zurück, der sagte, wir müssen immer so Häufchen bauen und diese Häufchen, die müssen wir nach Kompetenzen unterschiedlich beschulen. Ein ganz anderes Konzept als das skandinavische. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das zweite vielleicht ein bisschen konzeptioneller. Ich glaube, wenn wir über Bildungsarmut sprechen, das ist ja ein Begriff, den ich mittlerweile jetzt auch vor 20 Jahren, glaube ich, eingeführt habe, dann geht es mir wirklich um ein Existenzminimum. Ein Existenzminimum, welches im Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1 beschrieben ist und was man ja mitnichten nur auf Finanzen, auf Einkommen reduzieren kann, sondern es ist ein Existenzminimum, welches auch an Bildung gegeben ist. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir geben unseren jungen Menschen ein Existenzminimum gemessen an Bildung, kann man sagen, gut, es ist ein Hauptschulabschluss, es ist eine mittlere Reife, können wir definieren. Oder ein gewisses Kompetenzniveau, meistens Kompetenzniveau 2. So. Das hat aber nicht notwendigerweise etwas zu tun mit einer Bildungsgerechtigkeit oder Bildungsgleichheit. Das würde hier eigentlich nur heißen, dass wir für einen Grunddeckel sorgen, in gewisser Weise, wie der Mindestlohn es gemacht hat. Und von daher möchte ich gerne, dass wir diese zwei Dimensionen, auch wenn es geht, auseinanderhalten, auch wenn das Gutachten zeigt, dass das eine, das Gutachten beschäftigt sich ja hauptsächlich mit Bildungsarmut, durchaus Auswirkungen hat auf die Bildungsgerechtigkeit auch. Aber es beschäftigt sich mit Bildungsarmut. Jetzt ist ja, Robert Habeck, das Thema Bildungsgerechtigkeit zumindest als Schlagwort im bildungspolitischen Diskursraum sehr präsent. Auf der anderen Seite sehen wir, dass, um es nochmal an der PISA-Studie festzumachen, wir im Grunde stabil eine sogenannte Risikogruppe von 20, möglicherweise etwas mehr Prozent haben, wo es schwierig wird oder bis heute schwer fällt, an diese Kinder und Jugendlichen heranzukommen und denen Wege, eine Räuberleiter anzubieten, mit der sie eben bildungsgerecht sich selber entwickeln können. Woran liegt das? Wie kommt das, dass der Begriff einerseits so präsent ist, andererseits dann möglicherweise doch so wenig passiert? Aus meiner Sicht liegt es am Ende natürlich an fehlenden politischen Konzepten. Sonst würden wir nicht den Status manifestieren oder er sich sogar noch verschlechtern. Nun würde ich zwei Überlegungen davor stellen. Ich weiß nicht, ob Jutta Almdinger da mitgehen kann. Ich glaube, erstens ist das Dreieck, das Ellen Überscher gemalt hat, kein statisches, auf einer Ebene liegendes ist, sondern im gewissen Sinne wird Bildung immer wichtiger, weil erstmal die Digitalisierung der Gesellschaft, die Verdienstleistung der Gesellschaft Bildungsabschlüsse immer wichtiger macht und natürlich auch immer mehr Menschen, was ja wunderbar ist, mehr
höhere Bildungsabschlüsse machen, was für diejenigen, die sie nicht machen, quasi ein doppeltes Problem darstellt. Also das Dreieck, die eine Ecke des Dreiecks wird immer mehr angehoben und so rutscht sozusagen die Benachteiligung immer tiefer nach unten und dann ist das Dreieck nicht ein in sich stabiles Dreieck mit, ja, das einen Status beschreibt, sondern da ist eine eigene Dynamik drin, die quasi im System verankert ist. Das macht es erstens komplex und das zweite ist, dass damit verbunden die Erwartungen des Bildungssystems an die Schülerinnen und Schüler oder an die jungen Menschen ja eine gleiche ist. Und ich glaube, dass wenn man, das spiegelt das Gutachten auch ein bisschen mit, wenn die Kinder bringen halt unterschiedliche Kompetenzen mit, ganz unterschiedliche. Ja, das ist ja auch ganz gut beschrieben inzwischen. Kinder, die vielleicht aus guten, einkommensstabilen Elternhäusern mit großer Toleranz kommen, die bringen große Horizonterfahrungen mit. Die können sehr weiträumig denken und sagen, was willst du denn in 10 Jahren machen, sind aber vielleicht gar nicht so im Alltag verhaftet wie andere. Andere bringen dann, wenn sie Stress zu Hause haben, alltägliche Lösungskompetenzen mit, aber sind ein bisschen überfordert mit der Frage, wie soll man jetzt große Horizonte, was willst du mit deinem Leben machen oder was will uns der Dichter sagen mit. Wenn aber die Frage in der Schule ist, was will uns der Dichter sagen, dann kommen die Kompetenzen, die diese Kinder mitbringen, gar nicht wirklich zur Geltung. Heißt also, die individuelle Ansprache des Kindes wäre, und zwar das Fördern von jeder Kompetenz, das wäre dann sozusagen die richtige Antwort darauf. Und beides setzt einen anderen Zugang zu Schule, ein anderes Verständnis von Bildung, ein sozialpolitisches Verständnis von Bildung voraus. Sowohl das schiefe Dreieck wie die individuelle Ansprache des Kindes. Und da muss man ehrlicherweise sagen, ist Politik nicht. Die Bildungseinrichtungen, soweit ich das überblicken kann, in vielerlei Hinsicht sehr wohl. Also viele Lehrerinnen und Lehrer, viele Sozialpädagogen versuchen das zu machen und arbeiten dagegen an, aber die bildungspolitische Ansprache und Förderung, die hinkt hinterher. Und deswegen ist es gut, dass die Böll-Stiftung oder dass Sie dieses Gutachten in Auftrag gegeben haben, dass wir jetzt genau über die zielgerichtete, individualisierte Ansprache von Kindern reden, deren Chancen und Teilhabe, Ansprüche in der Gesellschaft durch dieses Bildungssystem im Moment nicht gewährleistet werden können. Und dann werden die einfach benachteiligt, bleiben in Bildungsarmut stecken. Daraus wird dann häufig sozialpolitische Armut. Und dann geht die Rechnung auch ökonomisch nicht auf. Wir werden klüger beraten, den Menschen, den Kindern zu helfen. Und hinten raus würden wir sicherlich einen großen Teil der Sozialleistungen sparen im System. Aber wenn wir nicht damit, also nur als sozusagen spontane Rückmeldung. Das eine ist, dass das, was Ulrich Beck mal als den Aufzug beschrieben hat, wo er sagt, die Bildungsexpansion zeichnet sich dadurch aus, dass alle eine Stufe nach oben gehen, hat ja nie gestimmt als Bild. Weil es viele Kinder gab, die weiterhin ganz unten blieben. Das heißt, der Aufzug wurde immer, immer höher und schob sich dann. Aber die Bildungsverteilung ist eigentlich noch weiter auseinandergegangen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich unterstützen kann, da gibt es einen super Cartoon. Da ist so ein Baum, kennen Sie auch, so ein Baum mit ganz tollen Früchten. Und unter diesem Baum stehen dann ein Elefant und ein Fisch und ein Pinguin und ein Affe. Und der Lehrer sagt so, auf die Plätze, fertig, los. Dieses Ziel muss. Und das sind natürlich die ganz, ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, was das Sprache in der zu Hause betrifft, was sozusagen die ganzen habituellen, um auf den sozialen Habitus zu gehen, aber auch was das dahinter ist und die sozusagen Ansprüche, die Eltern quasi pränatal an ihre Kinder formulieren und auch wie die Lehrer darauf reagieren. Ich weiß noch, wie mein Sohn, der also jetzt gerade kein Überflieger, war eher das Gegenteil, wo ich dann dachte, naja, dann vielleicht so eine mittlere Reife. Dann sagte der, wie soll der denn bei einer Professorenmutter kein Abitur machen? Denn natürlich hat er. Also es sind diese Zuschreibungen, die alle Richtungen einnehmen. Und von daher ist es wirklich wichtig, auf das Kind, und das ist das Letzte, im Einzelnen zu schauen. Und so früh wie möglich. Wir wissen, wir können ja diese Unterschiede von zu Hause aus eigentlich nur ein bisschen schließen, wenn wir ganz früh reingehen. Und je älter die Kids werden, desto größer ist ja der Erfolg, wenn man die Bildungsschere nicht weiter auseinandergehen lässt. Aber wir müssen früh rein. Und das ist genau das, wo wir, glaube ich, am meisten Handlungsbedarf in Deutschland haben. Was Sie jetzt andeuten, ist ja auch ein Bereich der Selbstwirksamkeitserfahrung. Kindern, denen man einfach sagt, du schaffst das, deine Mutter ist Professorin, da wird das wohl was werden. Anderen traut man es nicht zu.
Und die werden quasi auch über diesen Effekt ja aussortiert. Das ist jetzt ganz nett, Herr Himmelrad, dass Sie das so sagten. Jetzt frage ich mal meinen Sohn, ob er deshalb jetzt sein Studium in der Tat fertig hat. Aber es ist richtig, das bringt mich noch auf einen weiteren Aspekt, der mir gut gefallen hat, dass wir natürlich auch über Bildungsbegriffe nachzudenken haben. Und wir sehen jetzt in der Corona-Krise, dass wir natürlich, wenn es überhaupt eine Krise ist, und nicht eine anhaltende Pandemie, die als Krise hat ja immer so ein gedachtes Ende, dass wir natürlich auch so Bewältigungsstrategien über ein Bildungssystem vermitteln. Also oder so etwas wie eine Selbstwirksamkeit, wie Sie sagen. Es geht ja um viel mehr als jetzt mathematische oder sonstige Kompetenzen oder Abschlüsse. Die sind wichtig und zählen. Aber für das Leben von Menschen ist es und deren Lebenserwartung, Partnerschaftsmarkt, alles. Ja. Es ist ja auch wichtig, wie man sich bewegt, wie man sich auszudrücken vermag und welche Zuversicht man ausstrahlt, es irgendwie doch schaffen zu können. Und das ist alles mit Bildung extrem korreliert. Aber wenn wir diesen Ansatz nehmen, dass wir sagen, individualisierte Bildungszugänge, individualisierte Förderung und Fordern, auch was natürlich dahinter steht, das haben wir ja in der schulwissenschaftlichen, schulforschenden Debatte seit mindestens 15 bis 20 Jahren in diese Richtung. Andererseits an den Schulen kommt das so langsam erst nach mit der Individualisierung. Ist natürlich auch schwierig, weil die Schule ja, so wie sie heute organisiert ist, ein System ist, an dem am Ende eben doch die gleichmachende Prüfung steht. Der Baum, auf den sowohl der Pinguin als auch der Affe rauf müssen. Und das sind dann die Leistungswerte, die abgeprüft werden. Wie kriegen wir da sozusagen den Schalter umgelegt, dass Länder eben nicht mehr irgendwelche curricularen Vorgaben haben, die dann von allen gleich umgesetzt werden, sondern dass wirklich auch eine Schule, möglicherweise auch eine Schule in einer besonderen Situation, in einem sozialen Brennpunkt, so individuell behandelt wird, dass sie eben die Ressourcen und Kapazitäten hat, da auch reinzugehen und da auch wirksam arbeiten zu können? Also einmal will ich sagen, dass ich Schulen erlebt habe, wo die Kinder am Anfang eines Jahres von ihren Lehrerinnen und Lehrern gefragt wurden, was nimmst du dir in diesem Jahr vor? Also wo bist du gut, wo willst du besser werden, wie gut willst du werden? Und dann gab es sozusagen 2-3-monatige Gespräche. Das wurde dann, das war sehr früh, mit Bäumen wieder so deutlich gemacht. Wo bist du auf dem Baum jetzt? Du willst oben in die Krone. Wie weit bist du jetzt? Aber die Krone hast du selbst definiert. So kann man ja Bildungserfolg auch messen. Statt gleich zu sagen, alle schreiben erstmal das gleiche Diktat, kann man eigentlich auch ehrlicherweise vorher fragen, aus welchem Elternhaus kommst du? Wie viele Bücher sind bei dir zu Hause in der Bücherwand? Dann kann ich dir vorher sagen, welche Noten dabei rauskommen. Ja? Völlig einfach. Also im Grunde werden ja bei solchen Diktaten oder so dann erstmal jedenfalls in frühen Jahrgängen Vorurteile nur materialisiert und bestätigt. Ich habe es auch anders erlebt und das war natürlich super motivierend für die Kinder, wenn die gesagt haben, ich will in diesem Jahr und dann sagen die andere Kompetenzen, besser beim Sport werden oder ich weiß nicht, ein Instrument lernen oder so etwas. Und das sind dann ja auch eigene Erfolge, die man dann einhalten kann. Da will ich jetzt nicht in diese pädagogische Debatte rein, aber natürlich gibt es da auch total gute und auch niedrigschwellige Konzepte. Und viele Leute, die jetzt zuhören und zuschauen, werden ja eigene Beispiele nennen können. Ich habe die erlebt und das hat mich immer mehr beeindruckt, als wenn gesagt wird, unsere Schule hat ein super Niveau bei uns. Nach 5 Jahren wissen wir, wer alle keine Diktate schreiben kann, die haben wir alle aussortiert und dann haben wir eine schöne homogene Gruppe und bei uns kannst du dein Kind dann sozusagen in dieser homogenen Gruppe geschützt bis zum Abitur bringen oder so. Das fand ich immer wenig imposant. Das andere fand ich viel, viel interessanter und viel besser und auch motivierender für die Kinder, auch für meine eigenen. So, aber zu Ihrer Frage. Die Hoffnung mit diesem Gutachten war, als wir das vor einem Jahr angeschoben haben, als die Böll-Stiftung das auf den angeschoben hat, dass, weil Bildung Sozialpolitik ist und Jutta Almdinger kann das super herleiten, warum das so ist, wie Bildungsarmut nicht nur ein Begriff ist, sondern am Ende zu tatsächlicher sozialer Armut führt, weil also Bildung über die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse mitentscheidet und die eine bundespolitische Aufgabe ist, dass es einen direkten Weg gibt, über die Sozialpolitik des Bundes in die Ganztagsschule rein zu finanzieren und die sozial unterschiedlichen Startchancen durch individualisierte Betreuung und die Gelder dafür auszugleichen. Also ein sozialräumlicher Schlüssel. Man guckt sich an,
In welchem Stadtteil liegt eine Schule? Wie ist die Arbeitslosigkeit? Wie ist der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte? Wie sind Strukturbrüche in der Region? Und davon wird abgeleitet, welcher Unterstützungsbedarf da ist. Und dann kriegt die Schule ein Budget und das finanziert der Bund. Und aus diesem Budget werden von Stressberater über Sozialpädagogen, über Ernährungsberater, über Kulturhilfe und was Leute eingestellt, die dann einfach im Ganztag die Kinder individuell ansprechen. Das hatte ich gehofft, dass das gelingen könnte mit dieser Studie. Das ist aber wohl nicht verfassungskonform nach dem deutschen Föderalismus. Ich sage wohl, weil ich noch ganz mich nicht geschlagen geben will. Ja, also, aber erstmal sagt die Studie, dagegen wird geklagt, das kriegst du nicht durch, einen anderen Weg gehen. Aber das wäre natürlich noch zu probieren. Ich würde diesen Gedanken noch nicht komplett aufgeben wollen. Im schlimmsten Fall heißt es, man muss tatsächlich mal nach einer Bundestagswahl darüber reden, ob das nicht eingeführt werden kann im Paket mit anderen Grundgesetzänderungen. Das würde ich noch nicht fallen lassen. Aber dann sagt die Studie, und darüber sollten wir vielleicht noch mal reden, das ist die Räuberleiter. Es ist nicht der Hauptweg. Es ist Kalle Blomqvist klettert durchs Fenster. Ja, ich mache so und Jutta Almdinger klettert darauf und schwupps ist sie in die Küche. Wir sind nicht durch die Haupteintür gegangen, aber den Kuchen, den holen wir uns trotzdem. Ja, das ist. Lass ich meine so. Langen Haare runter so. Und dann krabbelt ihr ein Stück. Und dann sagt die Studie, dann gehen wir halt über die bestehenden Möglichkeiten. Das sind die Sozialgesetzbücher, vor allem das SGB VIII, sichern den individuellen Anspruch der Kinder auf Bildung und Teilhabe und gleichen die jetzt ja erlebten Schwächen im Bildungs- und Teilhabepaket aus durch verschiedene normierte Ansprüche, die es leichter machen, diese Ansprüche dann auch sofort einzuführen. Bürokratieärmer, auf höherem Niveau und mit einem eigenen Rechtsanspruch stärker ausbuchstabiert. Und das kann man jetzt im Detail machen. Das ist eine Räuberleiter, aber immerhin, es ist eine Räuberleiter. Wäre dann, könnte man sagen, dass, wenn man den Föderalismus sozusagen damit nicht verschrecken will, wäre es dann möglich, dass die Bayern vor ein anderes Fenster noch eine selbstgezimmerte Holzleiter stellen und die Nordrhein-Westfälinnen hängen vielleicht noch irgendwo ein Seil raus, an dem man hochklettern kann und es gibt einfach noch mehr Zugangswege zum Kuchen? Das Schöne an dem Gutachten und an dem Vorschlag ist, dass es aus meiner Sicht ein ausgereifter legislativer Vorschlag ist. Das werden dann werden im politischen Verfahren sicherlich noch ein paar Fußnoten, Spiegelstriche und Kommata anders gesetzt werden, aber damit kann man arbeiten, auch in Bayern. Das ist eine Bundesgesetzgebung, das kann man so machen, fertig. Natürlich muss die Umsetzung dann lokal erfolgen. Die Schulträger, die Kommunen, das lässt das Gesetz auch offen. Es wird vorgeschlagen, es gibt einen einheitlichen Ansprechpartner, man verfranst sich nicht mehr zwischen den verschiedenen Behörden. Die Ansprechpartner sind unterschiedlich und sie sind kommunal. Das ist so. Und wenn ein kommunaler Ansprechpartner sagt, will ich nicht, mache ich nicht, und die Landesregierung das schützt, dann kommt es auch nicht weiter. Aber den legislativen Vorschlag umzusetzen, kann der Bundesgesetzgeber. Frau Almdinger. Das ist Weihnachten im Mai. Also wann macht man schon mal ein Gutachten? Und der Politiker kann das dann alles viel besser darstellen, als ich das gekonnt hätte. Das ist ja genau die Idee, die dahinter steckt. Und vielleicht mal nochmal aufgreifend Ihre Frage. Man kann natürlich sagen, gut, man schreibt ein Diktat und dann weiß man schon, wie das Diktat ausfällt. Klar. Aber man kann natürlich, anstelle, dass man es dann so macht, wie Robert Habeck formuliert hat, jeder kann dann sagen, naja, ich schreibe vielleicht das Diktat auf diesem Level und das ist mein Ziel, kann man auch einen umgekehrten Weg gehen. Man kann jenen, die schlechter sind, viel mehr sozialpädagogischen Betreuungsbedarf reingeben. Man kann ihnen viel mehr Hilfen geben. Man kann ihnen erstmal auch die materiellen Ressourcen geben. Man kann sie so inkludieren, dass sie sich Klassenfahrten leisten können, auch über mehrere Tage hinweg. Dann fühlen sie sich schon mal besser und weniger stigmatisiert in so einem Klassenverband. Und das sind ja diese vielen kleinen Dinge, die wir im Rahmen dieses ersten Vorschlags, nämlich der breitere Nutzung, Rechts für Bildung und Teilhabe, wo wir doch ordentlich Mehrkosten dann auch veranschlagen. Das würde sich aber mittel- und langfristig auszahlen. Dafür war ich zu lange bei der Bundesagentur für Arbeit, als dass ich nicht wüsste, dass dieses Frühkindliche viel einfacher und billiger im Übrigen geht, als dann nachher wieder Eingliederungsmaßnahmen zu zahlen für jene, die schon arbeitslos geworden sind. Aber das, also ein Ziel kann man diskutieren.
Das kann man vielleicht auch variabel lassen, aber das machen wir hier nicht, sondern wir überlegen uns, wie ein Ziel von möglichst vielen Leuten erreichbar ist, aber mit unterschiedlichen Förderungsstufen. Manche Kinder sind Selbstläufer, im Übrigen auch von belasteten Gegenden lebenden Kindern, die können trotzdem Selbstläufer sein. Aber grosso modo ist es so, dass die Kinder, die in diesen Gegenden wohnen, von Eltern aufgezogen werden, die alleinerziehend sind, gerade jetzt in diesen Zeiten ist das ein extremes Problem. Die Mütter, die müssen erwerbstätig sein, die Kinder sind sich selbst überlassen. Viele können von sich aus überhaupt nicht ohne Lehrerin, ohne Lehrer arbeiten. Da müssen Studierende rein und helfen oder von mir aus werden pensionierte Lehrer dann gebeten. Jetzt haben wir auch die Impfung, da zu helfen. Das heißt, wir müssen grundsätzlich ein Ende bereiten von dem, wir haben hier eine Schule, ihr Kinderlein kommt und holt euch die Bildung ab, zu einer, wie wir immer sagen, aufsuchenden Bildungspolitik, die durch eine ganz enge Verflechtung von Jugendämtern, von Sozialämtern, von den Jobcentern und den Schulen lebt. Und das ist genau das, was als einer der drei Säulen gefordert wird. Das zweite ist der gebundene Ganztag und die damit dann auszubauenden Forderungen. Und das dritte ist natürlich dieses leidige Thema der Inklusion von lernschwächelnden Kindern und sozial oder psychisch belasteten Kindern. Herr Habeck, direkt dazu. Ich habe nur zustimmend genickt. Also das Ärgerliche ist eigentlich, dass wir mit Blick auf das Ausland ja sehen, wie es gut funktionieren kann. Also wenn ich die OECD-Studien richtig im Kopf habe, dann sind die im Bildungsbereich erfolgreichen Länder diejenigen, die diese individuelle Ansprache über einen Ganztag, dann wird immer Finnland genannt, aber es ist im Grunde eine skandinavische Tradition, findet man sicherlich aber auch in anderen Ländern schon erproben. Und wo die Schulen und in den Schulen die Lehrerinnen und Lehrer viel Verantwortung haben. Also wo sie selber dafür sorgen, dass das Kind maximal sich entwickeln kann. Und wo sie wenig Verantwortung haben, aber das System sehr stark ist, also die Normierung sehr groß ist und die individuelle Ansprache für die Kinder nicht so ausgeprägt ist, dafür quasi die allgemeine Ansprache, ich nehme jetzt das Diktat, ich will jetzt gar nicht auf den Diktaten rumhacken, aber Sie wissen, was ich meine. Also je mehr ex cathedra der Unterricht erfolgt, umso weniger erfolgreich ist letztlich der Bildungserfolg. So sagen es die OECD-Studien. Und im Grunde wissen wir eigentlich, was zu tun ist. Ein bisschen ärgerlich, dass wir da halb durch den Bildungsföderalismus gelähmt, was die Geldflüsse angeht, und halb durch vielleicht neidige Leitdebatten in Deutschland gelähmt, was innovative Schulformen angeht, so nicht vom Fleck kommen. Und nochmal, um die Zahlen zu nennen, diese Menschen, die von Bildungsarmut betroffen sind, je nachdem, wie man rechnet, das sind jetzt nicht 2%, das sind eher 20%. Also wir verlieren einen Teil der Gesellschaft. Und wenn das richtig ist, dass das Dreieck ein dynamisches Dreieck ist, wo die Bildungsecke immer höher wird und die Teilhabeecke immer weiter absinkt, dann verfestigt sich diese Bildungsarmut und damit eben auch ein sozialpolitisches Prekariat am Ende. Wir schaffen damit quasi auf einmal eine neue Klassengesellschaft in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wo wir eigentlich keine Klassen haben wollen. Aber das passiert dadurch. Also ich kann das nur unterstützen aufgrund von der Weiterbildungs-, also eigentlich müsste es ja heißen Umschulungsproblematik, die wir haben. Wir sehen ja, dass neben der Corona-Krise mindestens genauso wichtig ist die Transformation unserer Wirtschaft. Nicht nur gerade die Daten auswerten der IG Metall. Und da sieht man, wie diese zwei Dinge ganz fatal aufeinanderstoßen. Und wir haben halt, was diese Umschulung betrifft, einen verdammten Matthäus-Effekt immer noch. Das heißt, jene, die mit einer einigermaßen ordentlichen Bildung und Ausbildung reinkommen und dann so eine Umschulung, das ist ein fürchterliches Wort, jedenfalls war es immer ein Bäh-Bäh-Wort bei der BA, aber wir haben eigentlich kein besseres Wort, weil es mit so einer Weiterbildung gar nicht geleistet ist. Die bekommen das dann und jene, die halt von Anfang an mit einer schlechteren Bildung reinkommen, trauen sich das auf der einen Seite weniger zu, es ist vollkommen richtig, aber sie bekommen eben auch nicht vergleichbare Angebote, die dann auch anders aufgesetzt werden. Und wir müssen uns
verabschieden das diese Bildung einmal am Anfang des Lebens, oder wir dürfen uns, vielleicht kann man das auch so sagen, davon verabschieden, dass diese Bildung am Anfang des Lebens seinen ganzen Lebenslauf hält, mit massiven Umbrüchen. Wir werden zu Verhältnissen kommen, die man in anderen Ländern schon gut eingezogen hat, wie einer zweiten, mit einer dritten Bildung, auch mit Training on the Job oder mit zusätzlichen dann ganz schulischen Trainingsmaßnahmen. Dafür sind wir nicht ausgestattet. Weder das duale System ist dafür ausgestattet, noch die Hochschulen sind ausgestattet, noch die Vollzeitschulen sind ausgestattet. Also ich habe jetzt, hat ja das Semester wieder begonnen, ich glaube keine einzige Person, die ja auch nur annähernd an die 40 ist, obgleich man ja gerade die möchte. Und das ist kein Unterschied zu 92, als ich meine erste Professur hatte. Da hatte ich immerhin noch die Jungen und dazu die Älteren, die im Seniorenstudium waren. Also da war der Durchschnitt höher, als jetzt im Moment ist. Das ist eine vollkommen falsche Entwicklung. Wir müssen öffnen und Chancen geben, sonst sitzen sie da an ihrem Arbeitsplatz und es bleibt nichts anderes übrig, als zu warten, bis man arbeitslos ist. Und dann geht dieses Fordern und Fordern und dann wieder ganz andere Spiralen der Stigmatisierung, der Entmündigung und des Fatalismus. Und dann brauchen wir uns gar nicht zu wundern über sozusagen Infragestellung demokratischer Grundordnungen. Aber wenn man jetzt mal annimmt, dass Neues grundsätzlich dann gut entstehen kann, wenn sozusagen eine Krise da ist. Corona könnte das Beispiel sein. Man kann aber auch zum Beispiel den Deutschen Schulpreis nehmen, die ausgezeichnet werden, weil sie häufig eben aus einer existenziellen Krise heraus neue Wege gegangen sind, Grenzen überschritten haben, von denen sie vorher dachten, da dürfen wir nicht drüber gehen. Haben wir dann schlicht noch nicht genug Leidensdruck beim Thema Bildungsgerechtigkeit, Bildungsungerechtigkeit, um da weiterzukommen? Muss der noch größer werden? Ja, das würde ja bedeuten, dass Gesellschaften nur in Krisen das Richtige machen. Also wenn man das verallgemeinert, dann brauchen wir immer erst den Absturz der Finanzmärkte und eine Corona-Krise, um das Gesundheitssystem aufzuwerten. Und das ist so, also da ist mir zu viel leninistische Verelendungsstrategie dahinter, würde ich sagen. Also ich hoffe, es muss anders gehen. Ja, es muss ja sozusagen auch mal das zwanglose Argument, der zwanglose Zwang des besseren Argumentes irgendwie gelten. Und das leuchtet doch jedem ein, oder müsste eigentlich einleuchten, dass die Investitionen im frühkindlichen Bereich sich über ein Leben rentieren, weil wir damit dann aus der bildungspolitischen Armut nicht eine verfestigte sozialpolitische Armut machen, die dann später alimentiert werden muss. Das ist ja jetzt kein so komplexer Gedanke, dass man politisch davor zurückschrecken muss und sagen, das verstehe ich nicht. Sondern müsste eigentlich jedem einleuchten, abgesehen davon, dass die Menschen ja, wie das Gutachten sagt, einen Rechtsanspruch haben. Es geht um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Also wenn man ja mal den volkswirtschaftlichen, ökonomischen Aspekt, der ja immer schon so ein bisschen nach Nutzungsmehrwert klingt und irgendwie muss die Rechnung ausgehen, die Sozialkosten dürfen nicht so hoch werden und so klingt. Am Ende soll jeder Mensch in Deutschland und in Europa und am besten weltweit seines Glückes Schmied sein. Und dafür müssen die Institutionen helfen und nicht einfach sagen, ja, du kommst aus dem falschen Stadtteil und deine Eltern haben auch kein Abitur, du kriegst halt auch kein Abitur, das können wir dir schon vorher sagen. Das ist einfach nicht, das ist nicht mit unserem Rechtssystem und unserem Anspruchssystem zu vereinbaren. Also insofern nein, das kann es nicht sein. Ich sehe ein anderes Problem, das löst das Gutachten aber nicht auf und Jutta Almdinger hat es eben ein bisschen angesprochen, was die Weiterbildung angeht. Wenn Weiterbildung oder wenn Bildungserwerb überhaupt immer nur als ich muss mich beweisen erlebt wird, dann ist dann ein motivatorisches Hemmnis drin. Menschen, die Bildung und Veränderung und Wandel immer nur als Erfolg begriffen haben, also ich würde mal sagen, mein Milieu gehört dazu. Es ist toll, sich zu verändern. Und der Albtraum ist eigentlich 40 Jahre lang das Gleiche zu tun. Man muss sich alle 10 Jahre spätestens neu entwerfen. Und sozusagen der Individualismus blüht und überblüht auch aus meiner Sicht in verschiedenen Stellen. Für die ist natürlich Weiterbildung und sich nochmal neu entwickeln und den Job zu wechseln und die Karriereleiter hochzupurzeln irgendwie total toll. Für andere macht das wie eine Drohung klingen. Also wenn man da hingeht, das hat Jutta Almdinger ja gerade gesagt, jetzt musst du dich weiterbilden. Da gibt es auch viele Menschen, die sagen, um Gottes Willen, lass mich in Ruhe. Ja? Ich habe schon Veränderung genug in meinem Leben. Das Letzte, was ich jetzt noch brauche, ist irgendein Politiker, der kommt und sagt, und jetzt noch Weiterbildung, lass mich in Ruhe. Ich bin froh, wenn ich mein Leben irgendwie im Griff
behalte. Und das ist, würde ich sagen, die neben dem, dass ich mir eigentlich einen größeren systemischen Ansatz wünschen würde, also keine Räuberleiter, sondern irgendwann auch mal die Haustür aufbrechen, die so ein bisschen der Schönheitsfehler oder die Schwäche in diesem Ansatz, es geht halt über die Sozialgesetzbücher. Das heißt, man ist antragsberechtigt, wenn man in einer sozialen Notlage ist. Das heißt wiederum, man muss erstmal beweisen, bisschen übertrieben, aber am Ende ist es so, dass man nicht, dass man unterprivilegiert ist, dass man in der Bildungsarmut drin ist. Man muss sich dazu bekennen, dann wird einem die Schule oder irgendein Träger hoffentlich helfen, diese Anträge vom Bildungs- und Teilhabepaket, an dem eigentlich jeder normale Mensch scheitern muss, aufzufüllen. Also da gibt es ja hoffentlich Hilfestellung. Aber da ist sozusagen eine Art Vorstigmatisierung leider noch drin. Das konnte jetzt das Gutachten nicht lösen. Das liegt am Bildungsföderalismus. Aber wenn man sagt, die individuelle Förderung ist daran gebunden, dass man sich bekennt, dass man aus der sozialen benachteiligten Schicht oder Klasse kommt, dann ist damit der Weg, auch später Bildung als Attraktion, Weiterbildung als was Schönes oder sowas zu erleben, schon mal ganz schön erschwert. Dann ist das alles immer mit so einem Stigma, man kann sich das selber nicht, man kann es selber nicht leisten oder so verbunden. Das ist der Schönheitsfehler, finde ich, in dem Gutachten. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Frau Emdinger. Das wäre schöner ohne, oder? Ich habe jetzt drei Anmerkungen. Das eine ist, dass mir so ein bisschen der letzte Funke Optimismus genommen wurde, weil es natürlich toll wäre. Man sagt ja, jetzt ist die Corona-Krise da und jetzt sehen wir, dass wir noch mehr Kinder verlieren und dass der Abstand noch größer wird. Und das gibt jetzt so einen richtigen herzogschen Bildungsruck. Da sagt er, naja. Also, doch, das können wir natürlich machen. Das wäre irgendwie super. Nein, ja. Ich wollte glaube nur widersprechen, nicht dass Gesellschaften nur in Krisen besser werden können. Ja, da stimme ich ja zu. Das ist traurig. Aber gleichermaßen ist das doch so eine nette Vision, von der ich jetzt auch absichtlich sage, es ist eine Vision, weil ich das nicht glaube. Das Zweite ist, dass Robert Habeck ja manchmal sehr nett sich ausdrückt. Und dieses sehr nette Ausdrücken lag in dem, jeder ist seines Glückes Schmied und dann gibt man ihnen halt nicht die Chance und so etwas. Aber wir leben ja mit einer Fiktion des Meritokratismus. Also wir leben ja in der Fiktion, dass es, wenn es um Positionen geht, es tatsächlich nachgewiesen sein muss, dass man besser qualifiziert ist. Das sind oft Zuschreibungen. Es ist verdammt viel Glück da drinnen. Und da braucht man jetzt nicht nur in die Bildung zu gehen, da kann man auch sich anschauen, wer auf welche Positionen kommt, wie viele Frauen, wie viele Männer das sind und so etwas. Und das Zynische dahinter ist, dass man diesen Kindern dann auch noch vermittelt, ja, wenn du gewollt hättest, dann hättest du es ja geschafft. Ja, und das ist etwas, was sich immer stärker so in diese deutsche Semantik da einzieht, wo ich dann sage, mein Gott, wie müssen sich diese Kinder fühlen? Nichts haben sie gehabt. Sie hatten nicht die Chance, XY zu erreichen. Sie hatten nicht mal die Mittel. Sie hatten während der Corona-Krise weder ein bisschen Platz, noch hatten sie die digitalen Endgeräte. Und dann wird gesagt, Bachelor, bist selbst dran schuld. So, und jetzt komme ich zu diesem Schönheitsfehler. Ich bin ja normalerweise nicht die pragmatischste Person, ja, aber diesbezüglich waren wir, Herr Raas und ich, mega pragmatisch, weil wir uns, und Sie hätten das ja auch so anmoderieren können, ja, über Chancengerechtigkeit reden wir jetzt seit PISA-Schock und so etwas. Aber wir reden auch über Dysfunktionalitäten des Bildungsföderalismus seit Ewigkeiten, ja. Und wir wissen auch, dass ein Wettbewerbsföderalismus ziemlich merkwürdig ist, weil eigentlich Bildung kein Wettbewerbsgut sein kann. Sodass wir uns dachten, jetzt gehen wir doch mal dran und sind bescheiden und zeigen der Politik, dass es ohne große föderale Spannungen, ohne großes, ja, schon ganz, ganz viel zu machen ist. Ja, und da müsst ihr ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das wird sich teilweise amortisieren, wenn dann gesagt wird, naja, dann haben wir das Geld nicht, dann müssen wir schauen, ob wir es vielleicht umverteilen, weil im deutschen Bildungssystem immer noch mehr Geld ausgegeben wird hinten, also wenn es um Studium und so weiter und so fort geht, als vorne im Lebenslauf. Da könnte man auch darüber reden. Aber dieser Schönheitsfehler entspringt einem, das ist ein gewollter Schönheitsfehler, weil wir etwas vorlegen wollten, wo wir zeigen, Leutchen, es geht auch innerhalb der gegebenen Rechtsstrukturen und man muss sie nur ausweiten und
spezifizieren. Vor allem geht es wahrscheinlich schneller, als wenn wir den Föderalismus umkrempeln. Absolut. Das ist das, was ich mit Pragmatismus eben meinte. Also es ist nicht nur Abgeklärtheit, dass ich das nicht mehr erlebe und der Wunsch, dass ich es noch erlebe, sondern es ist die Hoffnung da, dass man es wirklich in so einer Legislaturperiode ein ganzes Stück weit bringt. Und wenn Sie dann nach Bayern vorhin fragten und ob Sie dann da ein paar Schemelchen aufstellen. Deshalb ist es mir so wichtig, zwischen dieser Bildungsarmut und dem wirklich notwendigen Abbau von Bildungsarmut und Bildungsgerechtigkeit, dann sollen Sie halt Schemelchen aufstellen, dann haben Sie vielleicht mehr mit einem besten Abi oder mehr mit Abi. Aber zumindest haben wir einen Sockel endlich mal da. Und dieser Sockel ist doch das, was uns wirklich auch im internationalen Vergleich mega schrecklich aussehen lässt, was mich auch nicht stören würde. Aber es geht so etwas auf die Kosten von Kindern, die wirklich nichts dazu können und nicht da im Regen stehen gelassen werden dürfen. Ich darf jetzt nicht. Ich wollte nur sozusagen ich weiß nicht, mit Absicht oder künstlich missverstanden werden. Einmal der pragmatische Ansatz, das habe ich ja am Anfang versucht zu sagen, ist total überzeugend. Also, weil damit kann man sofort loslaufen und die Kosten sind im Rahmen. Wir reden über andere Summen, das sollte es uns wert sein. Also es sind hier nicht zweistellige Milliardenbeträge, sondern untere einstellige Milliardenbeträge. Ja, es ist viel Geld, aber das kann der Haushalt hergeben. Also die Mütterrente oder so war wahrscheinlich teurer. Also das sind lösbare Aufgaben da drin und deswegen ist das, was das Gutachten oder den Gesetzvorschlag so attraktiv macht, notwendig verbunden, dass man in einem System arbeitet, das dann diesen Schönheitsfehler für mich hat. Aber beides bedingt sich und das spricht nicht gegen das, was das Gutachten leisten wollte. Es hat nur auf den langen Weg, das wollte ich nur machen, ich weiß gar nicht, ob wir da einen Dissens haben, es bleibt eben als sozialpolitische Unterstützungsmaßnahme, die beantragt werden muss, drin. Ich fände es schöner, Schulen haben die Möglichkeit, einfach zu helfen und dann entwickelt sich das, ohne dass die Kinder oder die Familien quasi sagen müssen, wir haben es nötig. Ja. So, das ist aber der Preis dafür, dass es schnell und pragmatisch und direkt geht. Und das Zweite, was ich noch schnell sagen wollte, ich wollte nur, also dieses hat mein Glück geschmied, ich wollte hier keinen bildungspolitischen Neoliberalismus lostreten, sondern nur darauf hinweisen, dass die volkswirtschaftliche Rechnung, also wir investieren am Anfang in Bildung und zahlen dann 30 Jahre später weniger Hartz-IV-Sätze, das eine ist, dass aber auch wenn sie nicht aufgehen würde, die Kinder, ähnlich wie Sie es gesagt haben, einen Rechtsanspruch haben oder jedenfalls eher gewährt werden sollte, sich maximal gut entwickeln zu können und nicht in Strukturen aufzuwachsen, die eine Entwicklung zu ihrem Besten auch noch verhindern. So, deswegen natürlich, darüber reden wir die ganze Zeit, dass es strukturelle, soziale, finanzielle, sprachliche, was immer Hemmnisse gibt und dass es naiv wäre zu sagen, stell dich doch mal ein bisschen an, dann wird das schon alles was. Das ist doch klar. Nur kann das nicht das letzte Wort sein und so fängt ja auch das Gutachten an zu argumentieren. Das ist der ganze Ansatz ist ja, dass es die bundespolitische Notwendigkeit für einen weiteren Schritt in der Bildungspolitik, die bundespolitischen, also über den Föderalismus hinaus, darin begründet liegt, dass diese jungen Menschen nicht zurückbleiben dürfen. Wobei wir in ganzen, also diese Stigmatisierung, das ist vollkommen richtig. Das sehe ich, aber man versucht es, oder wir haben das ja schon versucht, ein kleines bisschen auch dadurch zu mindern, dass wir sagen, und das sagte ja Robert Habeck vorhin auch, dass wenn eine Schule mehr als 20% leistungsberechtigter Schülerinnen und Schüler haben, dann bestimmte Strukturen an Schulen etabliert werden sollen und diese Strukturen dann allen oder diese Unterstützung allen zusteht. Und das wirkt ja schon entstigmatisierend, wenn es einfach ein Grundsatzangebot ist, was in der Schule vorhanden ist. Wo sind denn die Projekte, die Länder, die Strukturen, bei denen wir was abgucken können? Skandinavien hatten wir eben schon mal genannt mit einer starken individuellen Perspektive. Die Niederlande wären ein Beispiel, wo einfach die Schule als Institution sehr viele Freiheiten genießt. Wir können aber vielleicht auch nach Deutschland gucken, wenn wir die Leo Level 1 Studie uns anschauen. Auch das sind ja Daten zur Grundbildung, wo sich zeigt, dass eben über einen bestimmten Zeitraum auch Verbesserungen zu erzielen sind. Also wo können wir uns was abgucken? Wo sind Beispiele, von denen Sie sagen würden, da haben wir was, da können wir wirklich von lernen und möglicherweise auch schnell lernen?
Naja, es ist ja nicht so, Sie haben vorhin von Stellschrauben gesprochen, das ist mir immer so mechanisch. Da hat man dann zwei Schrauben und an denen dreht man oder es ist vielleicht auch noch eine vierte oder eine dritte da. Aber wir haben ja eben auch viel über Kulturen gesprochen. Wir haben viel über Kulturen gesprochen, dass sich sozusagen Bildungsreichtum der Eltern dann selbstverständlich und jeder Schuster bleibt bei seinem Leisten und so weiter und so fort. Also diese eine Bildung für immer. Und das ist ja in anderen Ländern schlichtweg anders ausgeprägt. Und das geht bis zu einer Selbstverständlichkeit der Erwerbstätigkeit von Frauen, die nur möglich ist, wenn ich entsprechende Möglichkeiten der Kinder biete im Ganztag und so weiter und so fort und natürlich auch schon früh im Leben. Insofern ist das ja ein ganzes Set, wo wir kulturelle Erwartungen zu verändern haben, als auch die Generosität der Selbstverständlichkeit der Teilhabe von allen. Auch das ist nicht überkommen, finde ich. Und dann kann man natürlich durch einen zielgerichteten, individualisierten, aber nicht überindividualisierten Unterricht, ich plädiere, und da sind wir mit Sicherheit nicht auseinander, natürlich auch dafür, dass so viel wie möglich noch gemeinsam gemacht wird. Nur in den Fächern, wo eben der Bedarf da ist, muss nachgeführt werden. Also wir kennen das eigentlich. Natürlich auch Räume, die von Kindern selbst zu gestalten sind, Inhalte, die selbst zu gestalten sind. Dann das, was Wolfgang Edelstein, die demokratische Schule, ganz, ganz wichtig, dass man das auch schon während der Schulzeit lernt. Und weil Sie vorhin den Deutschen Schulpreis angesprochen haben, das ist super, weil ja eigentlich Schulen ausgezeichnet worden sind, von denen man gedacht hat vor 5 Jahren noch, das sind die absoluten Losers. Aber auch da zeigt sich leider, dass wir keine große Lernbegierde haben. Also dass es dann in den Schulen stecken bleibt und dass dieses Kopierverhalten oder Plagiatsverhalten, was man in diesem Falle ja gerne hätte, diesbezüglich sehr wenig ausgeprägt ist. Ja, ich kann nur empirische Evidenz beisteuern. Also ich glaube, da fühle ich mich nicht berufen, die ausländischen Schulsysteme durchzudeklinieren. Ich habe natürlich ein paar Erfahrungen und sehe ein paar Dinge, die aus meiner Sicht besser funktionieren. Ich wohne in Flensburg, Dänemark liegt vor der Haustür. Da habe ich einen Einblick ungefähr, wie das System da funktioniert. Aber das wäre naseweis, wenn ich jetzt das europäische Bildungssystem hier vergleichen würde. Das kann ich unter allen Dingen bestimmt besser. Mich beschäftigen 2 Fragen. Die erste ist, sind wir eigentlich ehrlich oder gibt es in Deutschland nicht eine gewollte Status Quo-Bewahrung? Also wenn man das jetzt mal durchdeklinieren würde und man hätte diese individuelle Förderung, egal wie sie bezahlt wird, mehr, das Bildungssystem wird durchlässiger, der soziale Aufstieg findet im Bildungssystem für alle wieder mehr statt, heißt das ja auch, dass Exklusivität verloren geht. Und also ich war auf Elternabenden, da hatte ich das Gefühl, das ist genau nicht gewollt. Also als da mal 2 Schulen zusammengelegt wurden, wo meine beiden Kinder waren, es war eine Schule, die bis zur mittleren Reife geführt hat und ein Gymnasium, das wollten die Eltern nicht. Die wollten, die vom Land, die sollten mal gerne auf dem Land bleiben, die sollten bloß nicht in die Stadt. So, also die erste Frage, sind wir ehrlich? Und wir ist natürlich nie ein gemeinsames Wir in Deutschland, sondern wird die politische Debatte ehrlich geführt? Oder ist nicht den Status quo zu verteidigen tatsächlich nicht aus Versehen und weil wir nicht die komplexen Strukturen und die inneren Dynamiken genau verstanden haben, sondern politisch gewollt, jedenfalls von einigen? Wenn das so wäre, dann sollte die Debatte da ehrlich und hart geführt werden. Und das Zweite, wahrscheinlich... Also mein Eindruck ist, dass Bildung da am besten funktioniert, wo die Schulen möglichst große Verantwortung für ihre Kinder haben. Und dann müssen wir, ich fühle mich nicht berufen, die bessere Pädagogik zu entwickeln. Das können andere Leute viel besser. Ich sehe nur, dass wir im Verhältnis auch mit anderen Ländern zu wenig finanzielle Mittel für die individuelle Ansprache der Kinder in der Flexibilität der Schulen bereitstellen. Und paradoxerweise gerade am Anfang Deutschland, also im Primarbereich und Sek-1-Bereich und in der Kita deutlich zu wenig Geld bereitstellt. Bei den Hochschulen sind wir wieder ganz gut. Aber da, wo die Weichen noch nicht gestellt sind, da sind wir vergleichsweise knauserig. Da, wo die Weichen gestellt sind, ist die Förderung ganz gut, aber die erreicht eben nicht mehr alle. So, und
ich kann wenig zur Pädagogik sagen oder ich kann was sagen, aber das sage ich eher als Vater denn als Politiker. Aber da sehe ich natürlich ein massives politisches Problem. Das kann eigentlich nicht richtig sein. Es widerspricht jeder Einsicht, außer eben, man will es so und sagt, eine bestimmte Gruppe profitiert davon, wenn 30-40% der Gesellschaft eben nicht in unsere Berufe reindrängt. Wir halten uns Konkurrenz vom Leib. Das müsste zumindest einmal ehrlich als, das würde sich dann ändern, ausgesprochen werden. Und wenn wir alle damit fein sind, dann go for it. Ich glaube, viele sprechen dafür, volkswirtschaftlich, der individuelle Anspruch. Die Debatte sollte man nicht scheuen, aber sie muss, glaube ich, einmal ehrlich auf den Tisch gelegt werden. Dann nehmen wir als Zwischenfazit an dieser Stelle sozusagen die Erkenntnis, es gibt kein Erkenntnisproblem, aber ein Umsetzungsproblem, und zwar offenbar ein massives. Und wir müssen nach allen möglichen Wegen suchen, wie wir in diesen vorgegebenen föderalistischen und damit auch manchmal etwas komplizierten Systemen die Bildung nach vorne bringen. Wir müssen gar nicht suchen, das ist viel schlimmer. Oder wir wissen es, im Gutachten steht es natürlich drin. Wir haben ja nicht nur in dem Gutachten, jetzt wollen wir das nicht überhöhen, sondern wir kennen ja die Wege. Wir wissen, wie solche Schulen ausgestaltet sind. Wir wissen auch, dass eine Schulleiterausbildung viel stärker forciert werden sollte. Die werden ja irgendwie Schulen. Also wie so eine Schule, den Spirit von Schulen, der färbt ja unglaublich. Wir wissen das alles. Ja. Und von daher verweigerte ich mich jetzt auch, dem zu sagen, ja, das ist jetzt dieses eine Bildungssystem, sondern wir brauchen eine Vielfalt und können trotzdem was sozusagen das Erreichen von Zielen, Zwischenzielen und so etwas ist, definieren und müssen dann individuell ansetzen. Das ist jetzt sehr konkret. Ne? Also jetzt, vieles hängt ja am Ganztag. Also die ganzen individuellen Ansprachen sind mehr oder weniger an den Ganztag gebunden. Der Ganztag heißt mehr Stellen, mehr Geld. So, darüber wird ja politisch gerade gestritten, jetzt gerade aktuell. Die Ganztagsschule ist Ländersache. Die Länder sind nach der Corona-Krise alle komplett pleite, haben in der Bundesverfassung eine Schuldenbremse, die ihnen im Grunde kaum Handlungsspielraum sagt. Und die sagen dann, wir können das nicht bezahlen. Der Bund darf es aber nicht bezahlen, beziehungsweise müsste den Geldern dann kompliziert Umsatzsteuerpunkte geben oder direkte Zuweisungen über die Kosten der Unterkunft, so ist es hier in diesem Vorschlag gegeben. Also müsste dann reinfinanzieren über einen Umweg, der aber nicht direkt in die Bildungspolitik reingeht. Das könnte der Bund machen. Der Bund ist allerdings auch eng gestrickt. So, nun ist eigentlich die einzige Frage, akzeptieren wir das, dass wir kein Geld haben? So, und dann damit akzeptieren wir aber auch den Status quo. Und das ist nicht akzeptabel, finde ich. Also das ist, wenn das massive politische Problem ist, das sozialpolitische, das daraus wirkt, dann müssen die gesetzlichen Vorgaben auf der einen oder anderen Weise geändert werden. Und deswegen, wir haben nicht nur kein Erkenntnisproblem oder kein Umsetzungsproblem, wir haben ein ganz konkretes politisches Problem. Wenn der Weg beschritten werden soll, muss an anderer Stelle eine Lösung her. Entweder, dass die Länder mehr Kredite aufnehmen dürfen und die Bildung ausbezahlen, finanzieren, dann müssen wir die Schuldenbremse öffnen für Bildung beispielsweise, für mehr Investitionen in die Köpfe, in die Kinder, oder dass der Bund direkt reinfinanzieren kann, oder der Bund muss seine Schuldenbremse öffnen. Aber irgendwas muss passieren oder die müssen mehr Steuern einnehmen. Oder wir müssen anders priorisieren. Also wir müssen einfach Ausgaben von dem einen Bereich in einen anderen Bereich legen. Ich welchen? Naja, das ist ja das, was ich vorhin angedeutet habe. Also wir haben ja selbst im Bildungsbereich für jene, die dann das Studium erreicht haben, geben wir unglaublich viel aus. Aber für die Jungen geben wir weitem weniger aus. Das ist anders als in anderen Ländern, wenn man sich anschaut. Wobei in anderen Ländern die Hauptgelder reingehen, dann gehen die in den frühkindlichen Bereich. Bei uns gehen die Hauptgelder in den Bereich von Kindern, die es geschafft haben, nämlich an Hochschulen studieren. Das ist richtig, aber wenn ich da Studiengebühren höre, dann würde ich sagen, nicht jetzt den einen Fehler machen, um den anderen zu korrigieren, sondern wenn Bildung Sozialpolitik ist und eine staatliche Aufgabe für Bildungsfreiheit ist, damit möglichst alle daran sich beteiligen können, dann muss der andere Fehler unten auch mit allgemeinem Geld korrigiert werden. Naja, ich stimme dem zu, nur wenn es spitz auf Knopf käme, würde ich auf alle Fälle mich dafür entscheiden, den Kindern so viel Bildung und so viel Unterstützung und individuelle Befähigung so früh wie möglich zu geben. Und dann, was habe ich gezahlt für das Medizinstudium meines Sohnes? 7.000 Euro. Es waren 350 Euro, der an die Charité überwiesen pro Semester.
Und dann rechnet man mal die Gebühren von einem Medizinstudium dagegen. Also das, und ich bin gut verdienend. Also ja, da würde man schon ganz schön viel machen können. Ich sage nicht, dass ich dafür plädiere, aber wenn es spitz auf Knopf geht, ist natürlich, und das kann man von anderen Ländern auf alle Fälle lernen, ein Mehr an Finanzierung früh im Lebenslauf auf alle Fälle das, was nachhaltiger ist und sehr viele sozialpolitische Probleme, Armutsprobleme und auch diese Verfestigung der Armut, die jetzt ja der Datenreport wieder gezeigt hat, doch zumindest aufbohren könnte. Da deuten sich neue Verteilungskämpfe möglicherweise wenn an. Wenn es notwendig ist. Ich sage nur, also mir wäre es natürlich auch lieber, wenn man da gar nicht dran müsste. Aber wenn es spitz auf Knopf kommt, dann würde ich auf das früh nicht verzichten wollen. Jetzt sind Sie dran. Mein Kollege Philipp Antony hat geschaut und mitgelesen, was Sie so im Chat eingetragen haben, wo Sie sich geäußert, gemeldet haben. Und hat ein bisschen was zusammengefasst. Philipp, welche Themen spielen eine besonders große Rolle? Gibt es sowas wie ein Hauptthema oder mehrere Cluster, die aufgeploppt sind? Es gibt unterschiedliche Themen. Bildungsgerechtigkeit ist ja auch heute unser Hauptthema. Dazu gibt es viele Beiträge, die immer wieder an gewissen Schnittstellen dann operieren. Und deswegen habe ich jetzt für die erste Runde auch direkt drei Beispiele ausgewählt, die daran anschließen. Beim ersten geht es um den Sozialraum. Julia fragt nämlich, alles schön und gut, aber wie kann das Dilemma aufgelöst werden, wenn es verfemte Schulen, Stadtteile gibt, in denen kein Lehrpersonal rekrutiert werden kann, allenfalls Quereinsteigerinnen, die nicht alle unfähig sind. Also hier die Frage Personal und Schule in schwierigen Lagen. Und anknüpfend auch an das, was Frau Almdinger eben gesagt hat, die Bemerkung, und es geht in der Kita los, frühkindliche Förderung, Ausrufezeichen. Und dann noch eine dritte Wortmeldung von einem Schüler, Konrad Thees, 15, der schreibt, dass er eine Realschule in Bayern besucht und in der Pandemiezeit aber nur über das Abitur geredet wird. Und der ein bisschen an die Schulstrukturfrage anknüpfend beklagt, dass Realschule und Mittelschüsse und deren Abschlüsse sozusagen zu wenig im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit stehen. Und ob das nicht auch ein Element von Bildungsungerechtigkeiten ist, wenn er die Bildungsidee Elite mit ihren Abschlüssen sozusagen betrachtet wird. Und ich habe hier einfach mal das zusammengefasst und seine Worte übernommen. Ja, das war's fürs Erste. Greifen wir das mal auf und beginnen mit der letzten Frage. Als erstes, Frau Almdinger, sind wir zu Abitur fixiert? Ja, die Frage, die ging jetzt ja direkt auf die Corona-Zeit. Da habe ich den Eindruck, dass, also so wie ich, die Literatur und das, was wir an Studien machen, ist eigentlich das Gegenteil, dass wir uns viel, viel mehr Sorgen machen um jene, die weit entfernt von einem mittleren Abschluss sind. Und dass wir uns sehr viel Sorgen machen über jene, die mit einem mittleren Abschluss dann keine Wege in den Arbeitsmarkt finden. Aber im Prinzip jetzt jenseits der Corona-Zeit glaube ich in der Tat, dass wir aus vielen Gründen sozusagen ja, das Abitur als, den neuen, als das neue Normal ansehen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir Berufe, die nach dem Abitur oder nach einer Hochschule dann ergriffen werden, so viel besser vergüten als Berufe, die man nach einer mittleren Reife und mit nach einer Lehre, die mit Sicherheit genauso viel Wertschöpfung erbringen wie die anderen Berufe, so viel schlechter zahlen. Insofern stimmt das nicht und es ist auch richtig, dass man das durchschaut, Gott sei Dank, dass so eine Gleichwertigkeit da ist. Finanziell ist eine Gleichwertigkeit überhaupt nicht da. Insofern, ja, also ich würde mir auf der einen Seite natürlich wünschen, dass es nur noch eine Schulform gibt, diese Schulform. Aber wenn wir bei diesen zwei Schulformen bleiben, dann müssen wir schon auch viel stärker hin zu der Stärkung dieser Schulen kommen und nicht diese Gymnasien im Übrigen auch mit mehr Geldern ausstatten, als wir Realschulen ausstatten. Ich stimme zu. Also ich glaube, mein Eindruck ist auch, dass in der Corona-Diskussion, jedenfalls da, wo sie gut geführt wurde, die sozialpolitische Frage immer mit aufgegriffen wurde. Und das haben wir in allen Bereichen. Sie haben das am Anfang auch gesagt. Die Unterschiede werden größer. Die Abstände werden größer. Von alleinerziehenden Müttern mit ihren Kindern, die allein noch alleingelassener sind und noch ärmer werden, bis hin zu den Quartieren, in denen Menschen leben. Wenn du in einer Zweizimmerwohnung mit drei Kindern ohne Balkon bist oder im Einfamilienhaus,
mit einem schönen Garten davor, das ist einfach ein Unterschied, natürlich auch im Bildungsbereich. Das ist die Schulen, die die Digitalisierung und das Homeschooling ein bisschen hingekriegt haben, die Eltern, die das machen konnten und Eltern, die es nicht machen konnten, haben den Bildungsunterschied in dem einen Jahr und damit den Chancenunterschied nochmal deutlich vergrößert. Also deswegen glaube ich, in der Diskussion jetzt über Corona, da wo sie richtig geführt wurde, wurde der sozialpolitische Blick eher geschärft. Aber insgesamt reden sehr viele Politikerinnen, wenn sie von Schule reden, vom Gymnasium und vom Abitur. Stimmt. Man muss sich das nur angucken. Im Bundestag kannst du die Leute, die nicht Akademiker sind, mit der Lupe suchen inzwischen. Und man wird sie kaum finden. Da schließt im Grunde ja die erste Frage direkt dran an mit den stigmatisierten Schulen oder sogar stigmatisierten Stadtteilen. Die Zuschauerin hatte uns ja auch gefragt, wo kommen wir da ran, wenn möglicherweise auch gar kein Nachwuchs mehr gefunden wird fürs Kollegium? Naja, die Idee von diesem Ansatz, von diesem Gutachten und auch insgesamt ist ja in den, jetzt steht da stigmatisierte Stadtteile, also den Stadtteilen mit, wie haben Sie es vorhin gesagt, schwierigem sozial-ökonomischem Umfeld, die besten Bedingungen zu geben. Und hier geht es ja nicht nur um den Lehrkörper, sondern hier geht es darum, zusätzliches Personal zu rekrutieren, das dann ja auch als Selbstverständnis die Aufgabe hat, Kindern, die nicht aus Wohnzimmern mit Bücherwänden kommen, gleiche Startchancen zu geben. Das heißt, das gehört dann zur Aufgabe mit dazu, dass diese Leute klar haben, die kümmern sich um die Kinder, die es ein bisschen schwieriger haben oder die, sagen wir, andere Kompetenzen mitbringen als Kinder aus gutbürgerlichen Elternhäusern, die vielleicht noch ein Problem haben, den Ablativ im Latein auswendig zu lernen, aber sonst schon alles können. Darum geht es nicht. Also insofern, es gibt eine Analyse, vor allem bei der Eingliederungshilfe, die Bezahlung und die Ausbildung vernünftig zu gestalten. Also gibt es sozusagen Hinwege, würde ich denken, dass diese Berufe dann auch als attraktive Berufe wahrgenommen werden. Aber ja, dass die in den Stadtteilen arbeiten, wo es ein bisschen rougher ist, das ist mit eingepreist. Das muss auch so sein. Das geht nicht weg. Das ist der Sinn der Übung. Vor allen Dingen? Ja, also zunächst mal optimistisch. Dafür haben wir vorhin schon gesprochen, als es über den Deutschen Schulpreis ging. Oder jetzt in Berlin haben wir ja viele, wo ich wohne, haben wir ja viele Schulen, die so einen Switch hinbekommen haben, auch wenn sie in wirklich sozial wenig privilegierten Räumen liegen. Mit einem ganz, ganz hohen Anteil von Personen, die keine Eltern haben, wo überhaupt Deutsch gesprochen wird, wo das deutsche Schulsystem vollkommen fremd ist. Da denkt man ja auch nie dran, dass man ja erst mal wissen muss, wie das Ganze hier funktioniert, wenn man nach Deutschland kommt. Und die haben diesen Turn geschafft und sie haben es geschafft durch all diese Faktoren, die wir jetzt in diesem Gespräch zusammengetragen haben. Durch eine andere Kultur, durch Schulleiter, durch engagiertes Personal und wir haben im Moment Mark Rackles, der hier im Senat gearbeitet hat, als Fellow am WZB, der immer und immer wieder mir sagt, also das Erste, was wir doch machen müssen, ist eine länderübergreifende Lehrerausbildung, ja, eine länderübergreifende Bezahlung. Es kann doch nicht sein, dass da die Lehrerausbildung so ist und dann so, die dann in Bundesländern gefangen sind und dann auch noch Abwerbekampagnen kommen, unterschiedliche Bezahlung verbeamtet, verangestellt und so etwas. Also da können wir jede Menge tun und wir müssen so Schulen, also das ist ja auch mittlerweile irgendwie ein bisschen abgelatscht, natürlich auch als Sozialräume verstehen, als Organisationen, da müssen wir viel mehr Sozialpädagogen rein, also dieses ganze Hilfspersonal. Es geht nicht nur darum, die Lehrer zu erhöhen und Lehrerinnen, sondern alle, die Psychologen, Anlaufstellen, die ganzen Scouts, Tutorinnen, Tutoren. So ist es auch in anderen Ländern. Und dann ist natürlich auch das Arbeiten, auch das gemeinsame Arbeiten ein ganz anderes, als Überlastete und mit der Situation ja zu Recht auch hoffnungslos nicht. Mir tun manche Lehrerinnen wirklich leid, weil ich mache hier kein Lehrerbashing, auf gar keinen Fall. Die probieren das, aber sie sind nicht dafür ausgebildet. Sie haben ganz wenige Module, wo es überhaupt darum geht, wie man mit diversen Schülerinnen und Schülern zurechtkommt und stellen ja gleichermaßen an sich selbst enorme Ansprüche. Und nicht umsonst hat man ja da oft alle möglichen Krankheiten, die dann zu Frühverrentung und alle möglichen führen.
Da braucht es einen gesamtheitlichen Ansatz mit viel mehr unterschiedlich ausgebildetem Personal, mit mehr Personal und mit einem besser ausgebildeten Personal. Gesamtheitlich müsste es auch sein beim dritten Aspekt wahrscheinlich der frühen Förderung, die ja noch angesprochen wurde. Ja, das hatten wir, glaube ich, jetzt, also mit allen Aspekten. Da muss mehr Geld rein, da muss mehr Qualität rein, muss mehr Zuverlässigkeit rein. Wir haben immer noch keine Abdeckung für Kinder unter 3 Jahren. Also ich sehe das an meinem Fertilen-Institut, was das bedeutet für Eltern, da erstmal entsprechende Plätze da zu finden und die Zuverlässigkeit dann der Betreuung lässt zu wünschen übrig. Also da kann man sich nicht drauf einstellen und darauf kann man eigentlich dann auch keine eigene Erwerbstätigkeit planen oder Pläne schmieden. Philipp, im Chat ist noch einiges los. Ja, da ist so viel los, dass wir das leider gar nicht alles aufgreifen können. Aber viele Fragen ähneln sich doch auch sehr. Und deswegen, was die Themenaspekte angeht, die dort angesprochen werden, deswegen hier eine Frage zu der Aspekt Finanzen, Föderalismus. Herr Frau Fischer schreibt, sollten wir wirklich Verteilungsfragen innerhalb des Bildungssystems diskutieren? Universitäre versus kindliche Bildung. Deutschland hat insgesamt noch nicht das selbstgesetzte Ziel erreicht, 10% des BIP für Bildung auszugeben. Das Hauptproblem ist doch, dass die Bundesländer Bildung keine so hohe Priorität einräumen. Das dazu als Statement. Noch eine andere Perspektive von Thomas Gehring aus dem Bayerischen Landtag. Das Problem sind die unterschiedlichen rechtlichen Regelungskreise von Sozial- und Bildungspolitik, die kaum Überschneidungen haben. Das ist nicht nur ein Föderalismusproblem. Und vielleicht als drittes Element noch ein Zwischenruf in Sachen Autonomie. Katja Stamm schreibt, wie frei sind die Schulen im Einsatz der Mittel und wie frei sollten sie sein? Andreas Schleicher sagte gestern beim IFO, es gebe die Korrelation von Schulleistungen und Schulautonomie. Dann zeigte er, dass in Deutschland die Schulen rund 17% der sie betreffenden Entscheidungen selbst treffen können. In den Niederlanden seien es als Extremgegenbeispiel 90. Also liegt da vielleicht ein Weg aus der Krise? Fangen wir mit dieser tatsächlich letzten Frage an. Ist es das? Das wäre die institutionelle Freiheit der Schulen, über die wir reden. Eine andere Zahl, die da vielleicht auch noch zu passt, dass weit über 90% der Schulleitungen als Motivation angeben, sie wollen gerne Neues probieren. Nur 17% sagen dann aber, das schaffe ich auch im Alltag umzusetzen. Also ist das die Hürde vor allem? Es ist eine der Hürden, überhaupt gar keine Frage. Das, was Herr Schleicher gestern bei IFO sagte, ist natürlich richtig, das ist dokumentiert. Und ja, wenn Lehrerinnen und Lehrer und auch die Schulleitungen die Möglichkeit haben, sich an die jeweiligen Studentenschaft, wollte ich jetzt schon sagen, an die jeweilige Schülerschaft oder auch an die Kinder anzupassen und mit denen entsprechende Programme zu entwickeln und auch so Ansteckungen da zu erzeugen, was funktioniert und was nicht, dann läuft das alles besser als normierte, starre Schulvorgaben, die von den Schulämtern kommen. Auch das ist keine neue Erkenntnis, aber der Unterschied zwischen Deutschland und anderen Ländern wird auch hier immer größer, der schließt sich nicht. Da passt ja dazu im Grunde diese Frage, die so ein bisschen dazwischen gepackt war, ob Sozial- und Bildungspolitik möglicherweise zwei zu weit entfernte Felder sind, um sie gemeinsam schlagkräftig zu machen, Robert Abeck. Das ist der Ansatz dieser Debatte und des Gutachtens und ich würde sagen der Entwicklung der politischen Diskussion in den letzten eigentlich muss man ja schon sagen, Jahre oder Jahrzehnte ist jetzt auch kein komplettes Neuland, aber in der Tat gibt es sozusagen einen Zweig in der Bildungspolitik, die sagt, wir machen halt Bildungspolitik und dann gibt es Sozialpolitik und das ist dann nicht besonders berührt und das ist falsch. Das wird hier sehr knapp, aber sehr eindeutig belegt. Der Begriff Bildungsarmut von Jutta Almendinger eingebracht, aber auch nicht erst seit gestern in die Debatte, steht genau dafür und der ist nicht metaphorisch gemeint, sondern damit ist nicht gemeint, dass die Leute am Ende funktionelle Analphabeten sind, was schlimm genug ist, sondern dass man mit funktionellem Analphabetismus auch sozial abgehängt ist, irgendwann. Und deswegen gibt es einen ganz engen Zusammenhang. In diesem Fall, unter den besonderen Bedingungen des deutschen Bildungsföderalismus, wo die Kulturhoheit und damit auch die Bildung bei den Ländern liegt,
drehen wir den Spieß um. Das ist, ist die ganze Überlegung. Wenn Bildung Sozialpolitik ist, ist Sozialpolitik auch Bildungspolitik. Und daraus ergibt sich eine geradezu Pflicht des Bundesgesetzgebers, trotz des Bildungsföderalismus die Dinge nicht einfach laufen zu lassen und zu sagen, naja, ist halt Bildungspolitik, müssen halt die Länder machen, sondern im Sinne der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse oder der Gleichwertigkeit der Herstellung von Teilhabegerechtigkeit muss er was tun. Entweder das ganz große Rad oder eine Räuberleiter, die haben wir jetzt hier vorliegen. Und dann sollte man noch dazu sagen, also natürlich gilt zunächst mal, dass Bildungspolitik meines Erachtens die beste Sozialpolitik ist. So. Nur müssen wir natürlich auch sehen, dass eine Sozialpolitik nicht ersetzt werden kann durch eine Bildungspolitik. Darauf hat Heike Solger wiederholt aufmerksam gemacht, weil eine Bildungspolitik, wenn wir diese ganzen Dinge umsetzen, das braucht eine Weile und wir können jetzt nicht Gelder für die Sozialpolitik ganz abziehen und nicht in tatsächlichen Krisenfällen Arbeitslosigkeit und dieses Ganze zurücknehmen, nur um vorne in die Bildung. Also das wäre der falsche Weg. Sondern wir müssen an beiden Seiten ansetzen. An der einen Seite machen wir das einigermaßen ordentlich vielleicht, aber bei der Bildungsseite sind wir zu behäbig und können uns das und sollten uns das nicht lange leisten. Es sind ja auch Korrespondierende. Ich würde zustimmen natürlich, dass es jetzt wahnwitzig wäre zu sagen, wir machen jetzt das, aber dafür gibt es keine Kosten der Unterkunft mehr oder wir streichen das Wohngeld oder irgendwie. Das wäre verrückt. Ja, das ist auch verrückt, unsozial, politisch falsch und was auch immer. Trotzdem sind es natürlich zwei verschiedene Arten, Sozialpolitik zu denken. Einmal allein und ausschließlich über die Transfers. Also diejenigen, die es nicht so dicke haben, kriegen halt staatliche Leistung, Unterstützung. Wichtig genug. Hier aber über die Institution. Über gut ausgestattete Institutionen, Räume, Netze. Wir reden jetzt vor allem über die Schulen, aber natürlich geht es auch weiter. Teilhabe am öffentlichen Leben, an Sport, an Bildung, an Kultur, an Bewegungsmöglichkeiten und so weiter. Und ich würde fast denken, dass diese Tradition von Sozialpolitik über die öffentlichen Räume eine Gesellschaft zusammenzuhalten, und zwar buchstäblich zusammenzuhalten, nicht besonders ausgeprägt war in den letzten Jahren in der politischen Diskussion, auch in der sozialpolitischen Diskussion. Und selbstkritisch eingeräumt, wenn wir einen Parteitag machen und wir reden über das Grundeinkommen, dann gehen die Debatten hoch und jeder hat eine Meinung und dann geht das Pro und Contra. Das ist aber Transferpolitik. Am Ende ist es Transferpolitik. Wie viel Geld gibst du rein und dann kann man sich frei entfalten oder nicht. Schwingt natürlich mit rein, ist der Mensch faul oder ist er fleißig und hat jeder eine Meinung zu und das ist so. Aber wir haben auch zu selten darüber gestritten, auch meine Partei, wie viel Geld sind uns die öffentlichen Räume wert, die Institutionen, hier die Schulen, die Kitas, die Schwimmhallen, die Bibliotheken, die Spielplätze, die Freibäder und so weiter und so fort. Und da ist es irgendwie sperriger oder abstrakter oder vielleicht denkt man auch implizit, das ist doch staatliche Aufgabe, da will ich mich gar nicht drüber ereifern, selbstverständlich soll das funktionieren und soll es nicht reinregnen in die Turnhalle, da wird ja wohl niemand von mir erwarten, ich wähle eine Partei, weil sie verspricht, wenn du mich wählst, sorge ich dafür, dass die Turnhalle nicht immer geschlossen wird, weil es da reinregnet. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Es führt aber dazu, dass der Fokus auf genau diese Debatte, als dass das auch Sozialpolitik ist, irgendwie verwischt. Und wahrscheinlich ist da sogar der größere Hebel. Also sorry, das ist wirklich ein mega wichtiger Punkt, der jetzt leider wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen nicht weiter ausgeführt werden kann. Weil wir müssen ja sehen, dass wir, ich sage dazu immer Orte der Begegnung, dass wir unglaublich viele Orte der Begegnung verloren haben. Das fängt, was weiß ich, mit Zivildienst an, mit Wehrdienst an, wer verpflichtend war. Es fängt mit den Gewerkschaften an, mit Volkspartei und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir die Arbeit, wo auch immer mehr sozusagen diskutiert wird, soll man die nicht wieder nach Hause bringen und viel mehr Homeoffice machen, wo uns natürlich auch dann die Erwerbsarbeit als Ort der Begegnung verloren. Umso wichtiger ist ja, dass die Schule sich auch öffnet gegenüber dem Umfeld und all das ist ja auch gemeint mit einer Schule, die viel mehr sozusagen ausstrahlen kann in den Raum und nicht nur umgekehrt, dass der Raum die Schule prägt. Das ist also diese gesellschaftliche Kohäsionskraft von Schulen, die ist meines Erachtens auch in der wissenschaftlichen Diskussion viel zu kurz gekommen bislang, weil es ja andere Institutionen gab, die das irgendwie geheilt haben. Bedeutet das, dass
an dieser Stelle möglicherweise die Debatte, die wir jetzt gerade führen über Schule, über Bildung als Bildungsräume, als ja auch sozial verankerte Wesen oder Strukturen, dass die möglicherweise auch das heilen könnte, was ja in der dritten Frage dieser Runde noch vorkam, nämlich da wurde gesagt, Bildungspolitik wird so gering geschätzt, der Bildungssektor, da gibt es kein ausreichendes Interesse früher. Jutta Almdinger hat da ganz heftig genickt an dieser Stelle. Naja, ich weiß, woher die Frage kam. Die kam daher, wo er mich ja schon gechallenged hat, dass ich sagte, also wenn ich zu entscheiden habe, dann würde ich eher das vom Hochschulstudium transferieren. Da kam diese Frage her. Und natürlich ist das vollkommen richtig. Ich meine, wir fordern, es gibt ja diese Expertenkommission Forschung und Innovation, wo ich, gibt es ja Ewigkeiten, da war ich drinnen. Und da schon haben wir immer wieder gesagt, also schaut euch doch, ihr braucht doch gar nicht auf PISA-Studien oder so etwas zu schauen, ja, sondern schaut euch an, wie mangelfinanziert das deutsche Bildungssystem insgesamt ist. Und von daher kann ich ihr absolut verpflichtend zustimmen. Und das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt in so eine Notstandsdiskussion kämen und sagen, Corona hat unser ganzes Geld verbraucht und gerade da müssen wir jetzt noch weiter kürzen oder können nicht die notwendigen Aufstockungen vollziehen. Zum Abschluss, wir reden natürlich in dieser Debatte, in diesen Runden immer sehr viel über Probleme, über Dinge, die nicht funktionieren. Und das ist natürlich auch die Debatte, die geführt werden muss. Trotzdem, Jutta Almdinger, Robert Habeck, was stimmt Sie zuversichtlich? Naja, ich wurde noch in einem glatten Dreiklassensystem groß. Ja. Also da hat man jetzt zumindest von diesen drei Schulformen das auf zwei überlegt. Ja, ich wurde noch groß in einer Gesellschaft, wo es eigentlich zwar Wege gab, die hätte man betrampeln können, um Erstentscheidungen rückgängig zu machen. Diese Pfade, die werden jetzt häufiger begangen. Also man kann häufiger jetzt von der mittleren Reife doch noch Abitur erreichen. Es gibt diese zweiten Bildungs- oder dritten Bildungswege häufiger als zuvor. Aber es gibt sie nicht in ausreichender Form. Wenn sie jetzt, es gibt solche Initiativen wie der Deutsche Schulpreis, der ein Ermächtigungspreis ist und sagt, es geht. Aber das ändert alles nichts daran, dass ich nicht konkludierend sagen würde, dass wir in Deutschland in jedem, aber wirklich in jedem Wahlprogramm über Bildung reden, dass wir uns so etwas von einig immer sind, was geändert werden soll und dass wir wissen, was geändert werden muss, aber letztendlich dann relativ wenig angepackt wird. Oder ein Überaktionismus kommt. Ich hatte zwei Mitarbeiter, die mal, Marcel Helbig und Rita Nicolai, die mal alle Änderungen zusammengezählt haben, die wir in Ländergesetzgebungen von Schulen hatten seit 1945. Sie machen sich überhaupt gar keine Vorstellungen, wie viele das sind. Kaum kommt eine neue Regierung, wird eine neue Änderung. Es wird nicht evaluiert, es wird nicht ordentlich begleitet und geschweige dessen wird es umgesetzt. Und dann haben wir die ganzen Stiftungen, über die haben wir auch nicht gesprochen, die super Arbeit machen, aber auch das natürlich nicht in die Fläche geht. Jetzt war ich wieder negativ, aber ich könnte es jetzt auch positiv sagen. Es gibt Stiftungen, die zeigen, wie es geht. Es gibt Schulpreise, die auszeichnen und so weiter. Und es gibt, da zitiere ich Sie jetzt, aber das ist auch meine Sprache, es gibt hier ein verdammtes Umsetzungsproblem. Und die Frage, wie ehrlich sind wir eigentlich, tatsächlich etwas ändern zu wollen? Ihre Zuversicht habe. Ich mache es ganz klein mit einer Geschichte, an die ich immer wieder denken musste, als ich das Gutachten gelesen habe und auch im letzten Jahr. Eine persönlich erlebte Geschichte. Ein junger Mann, der Lehrer werden wollte, hat so eine Art Vikariat oder Aushilfsdienst an so einer Schule gemacht. Da war ein Kind, das jeden Unterricht gesprengt hat. Also genau die, die man nicht haben will. Aggressiv, immer dazwischen. Man konnte den eigentlich nur vor die Tür stellen, mit schwarzer Pädagogik bestrafen, weil er immer dazwischen war, gewalttätig, an den Haaren gerissen, die Tische umgeschmissen, mit Stiften geworfen. Also so einer, ja. Also so ein A-Kind, wie man das so wohl sagen würde. So, die Analyse war, der hat halt Stress zu Hause, gehe ich nicht weiter rein, der kann nicht verlieren. Der muss immer der Beste sein. Und er kann das nicht, der kann es nicht ertragen, nicht zu reden, der kann es nicht ertragen, nicht rangenommen zu werden. Schon gar nicht kann er es nicht ertragen, was nicht zu wissen, in Mathe schlecht zu sein oder ein Diktat oder was auch immer. Also musste man dem irgendwie beibringen, dass Verlieren okay ist. Und dass man mal gewinnt, man mal verliert man. Dann hat der junge, noch nicht ausgebildete Lehrer mit dem ein halbes Jahr PlayStation gespielt. Also nach dem Unterricht. Und die haben sich also der große, noch nicht
der Großen, der noch nicht Lehrer war, und der kleine Bengel, die haben sich angeflaumt und mit dem Controller rumgeworfen und da wurde gebrüllt und so. Und so, also kurz vor Körperlichkeit, kurz vor Schlägerei, aber nach einem halben Jahr hat er halt mal gewonnen, mal verloren bei irgendwelchen blöden Rennen oder sowas. Und auf einmal wurden die Freunde und auf einmal saß der ruhig im Unterricht und konnte seine Aufgaben machen und hat nicht mehr genervt und weiß der Geier, was aus dem dann schulisch geworden ist. Aber auf einmal ist das Problem gelöst gewesen. Warum erzähle ich die Geschichte? Dafür muss sich halt jemand hinsetzen und mit dem PlayStation spielen. Oder jemand muss auf die Idee kommen zu sagen, den musst du weder fesseln noch mit Diktaten oder Vokabeln traktieren. Du musst einfach dem Spaß am oder ein selbstverständliches Verhältnis zum Gewinnen und zum Verlieren beibringen. Da muss ja jemand drauf kommen und dann muss es jemand machen. Und es wäre doch absurd, der hat eine ganze Klasse lahmgelegt, wenn wir es an dem wenigen Geld, das dieser junge Aushilfslehrer bekommen hat, scheitern lassen würden, so einen jungen Menschen die Zukunft zu verbauen und allen anderen, die darunter leiden, weil wir es nicht schaffen, dafür ein Konzept aufzusetzen. Und dieses Konzept mal 2 Millionen in Deutschland und wir wären ein besseres Land. Das war doch jetzt cool. Daraus schließen wir aber nicht, dass die Grünen fordern, jede Schule mit Playstations auszustatten. Aber wenn es hilft, ja, also das ist dann ja wieder die Autonomie der Schule. Also wenn im Schulkanon steht, der braucht Nachhilfe und die Nachhilfe führt aber nur zu noch größerem Stress und noch größerer Frustration, da braucht vielleicht keine Nachhilfe, da braucht einfach vielleicht mal 2 Stunden das, was er gut kann, nämlich Playstation spielen, gegen einen, der es noch besser kann. Das sind aber in der Regel nicht 50-jährige Lehrer, sondern irgendwelche Leute, die den Scheiß auch mal machen, ja, und so, und dann wird der zum Freund und zum Vorbild und dann löst sich das, aber da muss man halt, das ist ja so einfach auf einmal, kannst dir nicht ausdenken, aber wenn es passiert, denkst du, okay, manchmal kann es so einfach sein und andere Leute wollen vielleicht Sport machen oder wollen ihr Erfolgserlebnis oder ihr Frustrationserlebnis anders haben, es hat erstmal gar nichts mit Bildung zu tun, ist dann aber doch Bildung im weitesten Sinne. Und das geht natürlich besser an in der Ganztagsschule mit einem Personalkörper, das die Flexibilität hat, genau auf solche Kinder einzugehen. Und dann ist das auch alles Bildung. Und darüber reden wir. Und dafür gibt es jetzt einen konkreten Gesetzesvorschlag, der auch noch finanzierbar ist. Sind nicht die großen Summen. Für diese Kinder sollten wir es tun. Herzlichen Dank, Robert Habeck. Herzlichen Dank, Jutta Almendinger. Herzlichen Dank an Sie, die Sie sich beteiligt haben. Im Chat war viel los, wir haben das gehört. Und wenn Sie vielleicht noch mal nachhören wollen, weil Sie so im Eifer des Gefechts die eine oder andere Kernaussage meinen, verpasst zu haben, dann werden Sie bald die Chance haben. In den nächsten Tagen wird ein Mitschnitt dieser Diskussion auch auf den Seiten der Stiftung erscheinen. Damit herzlichen Dank, viele Grüße aus Berlin und bleiben Sie alle gesund.